Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Auch heute Abend habe ich mich hier wieder eingefunden, mit meinen Brüdern und Schwestern verbunden über Skype, wovon zwei mir live zugeschaltet sind, die sich zumindest trauen, was zu sagen während der Sendung und die es auch da sagen dürfen, die mich unterbrechen dürfen, nämlich Stefan, der das Buch initiell schon mal übersetzt hat, Herrscher des Bösen, wo wir heute in der, wenn ich mich nicht irre, 15. Lesung sind, wenn ich ungefähr so müsste das hinkommen. Und Bruder Viktor aus meinem wunderschönen Hamburg, der ganz in der Nähe vom Fischmarkt wohnt, den begrüße ich auch ganz herzlich zu der Lesung heute. Also ihr beiden, erst Viktor und dann Stefan, herzlich willkommen, schönen guten Abend und ich freue mich auf eine gute Sendung. Ihr auch, hä? Ja, hallo, moin moin. Ja, ich freue mich auch, wieder mit euch verbunden zu sein. Und ja, heute war ein schöner Tag. Ich denke, vielleicht war das ja auch ein bisschen überregional. Also hier war auf jeden Fall es ganz schön. Und ja, wie du vorhin mal in der vorigen Lesung angefügt hattest, kurz, das mit der roten Pille, ne? Und wenn man auf der roten Pille ist, dann ja, hat man natürlich so ein, auch irgendwo ein Verlangen danach, diesen Teufel zu entlarven. Und allen Menschen aufzuzeigen, wer er ist, was er tut und wie er es tut. Und ja, wir haben uns ja heute wieder versammelt, um eben aus diesem wunderbaren Werk von dem Tapper Sorcy, Herrscher des Bösen, zu lesen, wo wir uns ja zusammen unsere Energien gebündelt haben, um eben auch dem deutschsprachigen Publikum, sage ich jetzt mal, eben diese Information zukommen zu lassen, um damit auch jeder weiß, wer denn der Teufel ist. Und damit gebe ich das Wort weiter an Bruder Stefan. Hallo Stefan. Danke, Viktor. Und auch erstmal schöne Grüße an alle in unserer Runde und alle, die das Video später sich im Internet anschauen werden. Ich bin ab heute auch mal wieder geschafft, dazu zu stoßen. Ist ja leider in der letzten Zeit nicht ganz so regelmäßig passiert. Aber freut mich, dass es heute geklappt hat. Ja. Bei uns war das Wetter heute auch einigermaßen, es war jetzt nicht ganz so toll wie im hohen Norden. Bei uns kam die Sonne nur die letzten Tage raus, beziehungsweise die letzten Stunden. Und ja, freue mich jetzt auf das Kapitel 8. Geht um das Konzil von Trient. Und kleine Anmerkungen noch, an die, die vielleicht darauf warten, mal wieder eine Wasserstandsmeldung zu hören, wie der Status ist der Übersetzung. Also ich bin momentan am letzten Kapitel dran und danach geht es nur noch an das Feintuning gemeinsam mit Bruder Viktor und dann sollte das Werk demnächst irgendwann fertig sein. So viel dazu. Gut, Jörg, dann würde ich dir gerne das Wort zurückgeben und von mir aus können wir starten. Gut, dann tun wir das mal. Wir fangen an in Kapitel 8, getitelt Einzug. Da geht es natürlich um den Einzug in das Konzil von Trient. Und ja, es ist Lesung 15, habe ich ganz richtig behalten. Ja. Nachdem die Jesuiten also jetzt gegründet wurden und wir ja im letzten Kapitel gesprochen hatten über den Fingerzeig Gottes, hoc est digitus Dei, sehen wir, was die Jesuiten damit machen, dass sie also jetzt nach Papstes Meinung von der Vorsehung geschickt wurden, um die Reformation zu vernichten. Wie halten sie ihren Einzug? Dazu lesen wir in diesem folgenden Kapitel. Die Bezeichnung Protestant wurde im Jahre 1529 geprägt, um die große Anzahl von Fürsten und Delegierten aus 14 Städten aus ganz Deutschland zu betiteln, die gegen Kaiser Karl von Habsburg protestierten, während er das Edikt von Worms erzwingen wollte. Dieses Edikt verband die 300 Fürstentümer und freien Städte des Reiches mit dem römischen Katholizismus. Die Protestanten schlugen eine Kompromissformel vor, die Essenz des lutherischen Glaubens, bekannt als das Augsburger Bekenntnis. Und da haben wir Problem 1 schon im ersten Artikel, das Bekenntnis zur Trinität in dem ersten Artikel von der Confessio Augustana oder dem Augsburger Bekenntnis. Und da sind wir ja schon mal drauf eingegangen, weiß ich jetzt gar nicht, ob das in diesem Buch war oder ob es in Romanismus und die Reformation war. Und deswegen habe ich hier nochmal kurz einen kleinen Satz vorbereitet aus dem Augsburger Bekenntnis, dass es dort eigentlich ein langer Weg zur endgültigen Gleichstellung ging. Wir sprechen hier also von 1530 und wir lesen eben nur kurz den grün hinterlegten Satz.
Der Augsburger Religionsfrieden ist die erste staatsrechtliche Verfügung in der westlichen Christenheit, die zwei Konfessionen zulässt, also den römischen Katholizismus und den Protestantismus. Doch die endgültige Gleichstellung der beiden großen Konfessionen soll erst mit dem Westfälischen Frieden 1648 zustande kommen, nach 30 Jahren permanentem Kriegszustand, der weite Teile des Reiches verwüsten wird. Karl V. hingegen, der sich als Schutzherr der katholischen Kirche versteht, kann diesen Kompromiss nicht ertragen und wird bereits kurz nach dem Reichstag abdanken. Also er konnte sich nicht damit zufrieden geben, den Protestanten Religionsfreiheit zu gestatten. Ja? Und wie gesagt, die Protestanten selbst sind Kompromisse eingegangen hierbei. Und der erste Kompromiss ist bereits, dass sie im Artikel 1 sich auf das Glaubensbekenntnis von Nizza beziehen, nämlich Konzil von Nicea, wie es hieß, 325 nach Christus, das erste Konzil, das gehalten wurde, nachdem Konstantin das Christentum zur Staatsreligion im heidnischen Rom erhoben hat. Wie wir wissen, dass das ja nichts anderes war als das Kidnappen, das Entführen des wirklichen Christentums oder das Ummanteln des Heidentums mit dem Christentum. Dort in Artikel 1 wird bereits gelehrt von der Trinität und die Dreieinigkeitslehre, die Trinitätslehre ist babylonisch. Von daher ist das ganze Konzil von Nicea natürlich auch von vornherein für einen bibelgläubigen Christen der Verdammnis zu unterwerfen. 15 Jahre lang, fährt der Autor fort, hielten das Edikt von Worms und das Augsburger Bekenntnis die protestantischen und katholischen Herrscher in einer Art Mexican Standoff, ja, was man aus diesen Revolverduellen im Italo-Western kennt, ne, wo die beiden sich mit ihrer Hand an der Waffe gegenüberstehen und dann darauf warten, wer am ersten zieht. Dann, am 13. Dezember 1545, rief Antichrist Papst Paul III. Beide Fraktionen in die kleine deutschsprachige norditalienische Domstadt Trient. Das Versprechen war, die Differenzen in einem ökumenischen Konzil friedlich beizulegen. Das ökumenische Konzil von Trient, da gibt es ein paar schöne Bilder für, unter anderem gerne mal dieses hier, das zwischen Anführungszeichen heilige Konzil von Trient. Ja, wer das gemalt hat, das sieht man direkt, wenn man sich das Bild ein wenig genauer anschaut. Aber da habt ihr in der Zwischenzeit zumindest mal was Abwechslungsreiches, um drauf zu schauen, während ich das hier lese. Das Konzil von Trient war keine 4 Monate eingesetzt, als es verfügte, dass alle Schriften und biblische Übersetzungen von Luther, Lefebvre, Zwingli, Calvin und anderer nicht genehmigter Personen völlig verboten seien und es niemandem erlaubt war, darin zu lesen, da aus deren Lektüre nur wenige Vorteile, aber große Gefahren erwuchsen. Und interessant ist, dass wir hier den Namen Lefebvre lesen und der ist natürlich all meinen Live-Zuhörern über Skype heute Abend live sehr deutlich im Gedächtnis, denn gerade eben in Romanismus und die Reformation hatten wir gelesen, dass es Lefebvre war, der das Neue Testament, zuerst die 4 Evangelien, im Anfang des 16. Jahrhunderts in Frankreich veröffentlicht hat. Dieser Lefebvre ist hier gemeint. Ja? Dann zogen die Jesuiten ein. Diego Laines, Alfonso Salmeron, zwei der ursprünglichen Begleiter Loyolas und Claude Léger, alle drei in ihren frühen 30ern, zeichneten sich in Trient schon früh durch einen groben Modestil aus, den die anderen Delegierten verschmähten. Sie richteten ihren Haushalt, also ihren Verbleib, in einem engen, von Rauch geschwärzten Backofen ein und trugen selbst alte Kleidung, so stark gefleckt, abgetragen und speckig, dass es anderen Priestern peinlich war, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Die Jesuiten brachten Ratschläge von Ignatius selbst mit, geschrieben aus der Sichtweise der Delegierten. Hier ein Beispiel. Wenn die Angelegenheit der Diskussion so offenkundig richtig erscheint, dass es mir unmöglich erscheint, dazu länger zu schweigen, so sollte ich meine Überzeugung mit größtem Gleichmut kundtun und nach dem Gesagten mit den Worten schlussfolgern, dass dies natürlich nur die meinige Überzeugung wäre, vorbehaltlich dem Urteil eines weiseren Kopfes als des meinigen.
Sollten nach diesen Worten die Führer der gegnerischen Partei eine Freundschaft mit mir eingehen wollen, muss ich diese Männer von dem Einfluss der heretischen und lauwarmen Katholiken bekehren und sie für uns gewinnen, sie von ihrem fehlerhaften Weg bekehren, und zwar mit heiliger Weisheit und Liebe. Zumindest das, was die Jesuiten unter Liebe verstehen. Der größte Teil des 18-jährigen Bestehens des Konzils von Trient bestand aus zwei Unterbrechungen von jeweils 4 und 10 Jahren. Zu Beginn der zweiten Unterbrechung gründete Ignatius in Rom eine Spezialschule für deutschsprachige Jesuiten, das Collegium Germanicum, von dem wir auch sehr gut lesen können in dem Buch von Karl Theodor Griesinger. 3 Jahre später gründete der Augsburger Friede das Prinzip der Religionsfreiheit, cuius regio, eius religio, mit anderen Worten, wem die Religion, dem seine Religion. Der Friede von Augsburg spielte den Jesuiten jedoch in die Karten. Unter dem Mantel der Religionsfreiheit, und genau das benutzen sie in der Verfassung der USA auch, aber dazu kommen wir dann noch später, aber unter diesem selben Mantel konnten sie nun ganze Völker nach Rom zurückführen, indem sie einfach ein paar Fürsten für sich gewinnen konnten. Und das taten sie auch. Bis 1560 hatten die Jesuiten fast ganz Süddeutschland und Österreich an die katholische Kirche überführt. Die Früchte des Germanicums waren so erfolgreich, dass das Konzil von Trient schließlich am 4. Dezember 1563 abschließend beschloss, die Lehren und Dekrete der Reformatoren für nichtig zu erklären. Unter der geistlichen Leitung des Generaloberen Diego Laines, Ignatius war bereits 1556 verstorben, hat der Rat jede protestantische Lehre Punkt für Punkt verworfen. Das kann man auch heute noch nachlesen, unter anderem in Englisch in diesem Buch, der Katechismus des Konzils von Trient. Es ist ein 600 Seiten schweres Buch, das ich hier auch in meinem Schrank liegen habe. Man kann aber auch, wenn man Deutsch lieber liest, dieses Buch hier zum Beispiel nehmen. Der Glaube der Kirche in den Urkunden der Lehrverkündigung, und zwar auf Basis des Konzils von Trient. Und deswegen habe ich das Buch hier bei mir liegen, dessen Bild ihr hier seht, der Glaube der Kirche. Und ich habe mir vorgenommen, ein wenig aus diesem Buch vorzulesen. Und das werde ich jetzt mal eben tun. Also werde ich nochmal eben die Bilder richtig nehmen. Und dann werden wir uns das Bild mal eben vornehmen. Aber ach ja, warte mal. Ne, ich bin verkehrt. Das kommt ein wenig später. Ich hatte das später geplant. Ne? Das Lesen, das war hier bei den Punkten. Ne? Ja, da. Gehen wir eben noch weiter. Aber dieses Buch hier, Der Glaube der Kirche in den Urkunden von Karl Rahner, der übrigens ein Jesuit war, und Karl-Heinz Weger, der auch ein Jesuit war, da werden die ganzen Beschlüsse des Konzils von Trient euch vermittelt. Die verschiedenen Sitzungen werden erwähnt. Es ist ein sehr, sehr interessantes Buch. Es ist ein kleines Buch, also klein meine ich jetzt ziemlich kompakt. Es ist gerade mal vielleicht 15 cm hoch und 550 Seiten schwer. Aber sehr interessant zu lesen, das sage ich euch dabei. Und da werden wir dann auch gleich drin lesen in dem Buch. Und es ist wichtig zu verstehen, dass jede protestantische Lehre Punkt für Punkt verworfen wurde, dass darüber hinaus, und das ist eigentlich der ganz wichtige Punkt in dem Konzil von Trient, dass darüber hinaus nicht nur die Punkte verworfen wurden, sondern dass 125 Verfluchungen gegenüber den Protestanten ausgesprochen wurden am Ende dieses Konzils 1563. Und eine Sache, auf die ich jetzt nicht allzu sehr eingehen möchte, weil ich es noch nicht ins Deutsche übersetzt habe, das wird vielleicht irgendwann mal kommen. Ich habe Anfang 2015 eine Sendung gemacht in Nothing But the Truth, die heißt auf Deutsch übersetzt die Sabbatfrage, warum sind die Reformer nicht den ganzen Weg gegangen? Und da wird unter anderem der Erzbischof von Reggio zitiert, der auf der 17. Sitzung dieses Konzils von Trient die Protestanten auf die Matte gerufen hat. Und hat ihnen gesagt, das gebe ich jetzt so aus dem Gedächtnis, übersetzt aus dem Englischen, frei übersetzt wieder,
In der Schrift gibt es nur eine, wie nennt man das, eine Rechtfertigung für den Sabbat des Samstags, des siebten Tages der Woche. Es ist die Macht der Kirche, die den Samstag auf den Sonntag verlegt hat. Das wissen wir ja von dem Edikt von Konstantin in 321. Es gibt in der ganzen Schrift keinen einzigen Hinweis darauf, dass der Sabbat vom 7. auf den ersten Tag der Woche verlegt wurde. Die Protestanten hat dann der Erzbischof von Reggio angeklagt, die sich aber berufen auf die Bibel und die Bibel alleine, sola scriptura, haben dann aber keinen Fuß, um drauf zu stehen, wenn sie den Sonntag venerieren, den Sonntag heilig halten anstatt des Sabbats, des siebten Tages der Woche. Und deswegen sind die Protestanten nichts weiter als Rebellen, weil kein einziger Protestant damals, weder Calvin noch Zwingli noch Melanchthon noch Luther, der inzwischen ja auch verstorben war, hatten den Sabbat propagiert. Und die römisch-katholische Kirche sagt hier selber, wie gesagt, ich werde die Papiere irgendwann mal ins Deutsche übersetzen und da vielleicht mal eine Sendung drüber machen. Der Bischof von Reggio sagt ganz deutlich, die Protestanten sind Heuchler und Rebellen, da sie sagen, dass sie die Schrift und die Schrift alleine als ihre Autorität des Glaubens benutzen, aber sie lügen, weil sie den Sonntag heilig halten, für den es keine andere Rechtfertigung gibt als das Dogma der römisch-katholischen Kirche. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich hier mal eben mit einwerfen wollte in diese Lesung. Ein anathemisierter, also ewig Verdammter, war jeder, der glaubte, dass die Erlösung Gottes ein Geschenk an seine Gläubigen ist und nicht von der Teilnahme an den Sakramenten der Kirche abhängt. Also, wenn man davon ausgeht, der Satz, der damals Luther befreit hat, der Luther aus der Kirche rausgeholt hat, in dem es steht, Römer Kapitel 1, Vers 17, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und wie an anderen Stellen in der Bibel, wo wir ja lesen, dass wir durch den Glauben errettet sind und das nicht durch Werke, auf das niemand sich rühme, ja, wenn man das sagt, wenn man sich so an die Bibel hält, dann ist man anathemisiert, also verdammt, man ist verflucht, ja. Und anathemisiert war ein jeder auch, der auf die Bibel als ultimative Autorität in Sachen Lehre, Tadel, Korrektur und Unterweisung in Rechtschaffenheit vertraute. Ja, da sagt doch die Bibel ganz deutlich im 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 16, Zitat: Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Wenn man darauf vertraut, anstatt auf die lehrende Kirche, dann war man anathemisiert. Anathemisiert, also verflucht, war jeder, der die folgenden unbiblischen Lehren als wertlos und unnütz betrachtete. Die Wirksamkeit der päpstlichen Ablässe. Da hatten wir gerade in Romanismus und der Reformation drüber gesprochen, wie Tetzel damals mit den Ablassbriefen seine Rundreise machte, um Geld zu sammeln für den Neubau des St. Peterdoms im Vatikan. Die Notwendigkeit der Beichte bei einem Priester zur Erlösung. Ja, und zu diesem Thema rate ich dringendst an, meine Lesung von Alfonso Liguoris Moraltheologie zu folgen. Das könnt ihr finden in der Videoabspielliste Systematischer katholischer Kindesmissbrauch. Und zwar in den Folgen 8 bis 13, wenn ich mich nicht irre. Oder 7 bis 13. Ja, du müsst ihr mal schauen. Da sind auch einige leider erst ab 18, weil die Dinge wirklich nicht für jedermanns Ohren bestimmt sind. Und da geht es oftmals eben um die Beiche, da geht es um den Beichtstuhl, ganz, ganz wichtiges Thema. Und da gibt es ja auch ein wunderbares Buch zu von Charles Chiniqui, Die Frau, der Priester und der Beichtstuhl, oder im Deutschen halt nur kurz der Beichtstuhl, wo das Thema auch besprochen wird. Aber von Liguori behandle ich das hier in dieser Sitzung auch. Und wer darüber mehr erfahren möchte, kann sich das gerne anschauen. Ihr seht, der Link zu der Spielliste systematischer katholischer Kindesmissbrauch, der wird auch in der Beschreibungsbox dieses Videos mit rein verlinkt. Also macht ihr einfach nur
die Box unter dem Video auf mit mehr Informationen und da findet ihr dann die Abspielliste und dann könnt ihr euch da die Videos raussuchen und anschauen. Von der Notwendigkeit der Eucharistie. Das ist der Glaube, dass der wahre und wirkliche Leib Jesu in Form einer Hostie während einer Messe zur Erlösung verzehrt wird. Tja, und hier lese ich jetzt aus dem Buch, was ich gerade eben, wie gesagt, schon hatte, aber ich hatte das halt doch anders geplant, bin durcheinander gekommen. Und da lesen wir jetzt aus diesem Buch mal eben vor. So, dann mache ich jetzt mal eben die Bilder richtig und dann nehme ich mir die Seite 383 vor. Erst lesen wir kurz Seite 382, eine kurze Einleitung. Die Allgemeine Kirchenversammlung zu Trient, 13. Sitzung von 1551, Lehrentscheid über die heiligste Eucharistie. Die Darlegung der wahren Lehre von der Eucharistie war eines der dringendsten Anliegen der Trienter Kirchenversammlung. In der 13., 21. und 22. Sitzung wurden die wichtigsten Fragen behandelt. Zunächst ging es um die wirkliche Gegenwart Christi, die von den Neueren, also Protestanten, vor allem von Zwingli und Calvin geleugnet wurde. Dann gehen wir auf Seite 383 weiter, Kapitel 1 dieses Kapitels hier im Buch Der Glaube der Kirche. Die wirkliche Gegenwart unseres Herrn Jesus Christus im heiligsten Sakrament der Eucharistie. Jetzt hören wir es also wirklich aus den eigenen Worten der römisch-katholischen Kirche. Das wurde beschlossen im Konzil von Trient. Zu Beginn lehrt die heilige Kirchenversammlung und sie bekennt offen und ohne Rückhalt, dass in dem erhabenen Sakrament der heiligen Eucharistie nach der Weihe, also der Konsekration von Brot und Wein, unser Herr Jesus Christus als wahrer Gott und Mensch wahrhaft, wirklich und wesentlich unter der Gestalt jener sichtbaren Dinge gegenwärtig ist. Denn darin liegt kein Widerspruch, dass eben unser Heiland nach seiner natürlichen Daseinsweise stets zu Rechten des Vaters im Himmel sitzt und dass er trotzdem an vielen Orten sakramental seinem Wesen nach für uns gegenwärtig ist, in einer Daseinsweise, die wir zwar kaum mit Worten auszudrücken vermögen, die wir aber dennoch mit der vom Glauben erleuchteten Vernunft als für Gott möglich erkennen können und standhaft glauben müssen. So haben nämlich alle unsere Vorfahren, die in der wahren Kirche Christi lebten und von diesem heiligsten Sakrament handelten, offen bekannt. Unser Erlöser hat dieses wunderbare Sakrament beim letzten Abendmahl eingesetzt, als er nach der Segnung von Brot und Wein mit klaren und durchsichtigen Worten bezeugte, er gebe ihnen seinen eigenen Leib und sein Blut. Diese Worte, die von den Evangelisten angeführt und dann vom heiligen Paulus wiederholt wurden, enthalten doch klar jene eigentliche und offenkundige Bedeutung, in der sie von den Vätern verstanden wurden, und so ist es tatsächlich eine unwürdige Schmach, wenn sie von einigen streitsüchtigen und verkehrten Menschen gegen das gesamte Bewusstsein der Kirche zu einer inhaltslosen, bloß bildlichen Redewendung herabgewürdigt werden, in der von der Wahrheit des Fleisches und Blutes Jesu Christi nicht die Rede sei. Als Säule und Grundfeste der Wahrheit verabscheut aber die Kirche diese von gottlosen Menschen ersonnene Erfindung als teuflisch und stets erkennt sie mit einem Herzen voll Dank diese erhabene Guttat Christi an. Natürlich geht es um das Sakrament jetzt noch ein paar Seiten weiter, aber mir kam es auf diesen Punkt jetzt gerade eben an. Diese Wesensverwandlung des Brotes und des Weines in der Eucharistie oder in dem Abendmahl, wie wir es eigentlich kennen. Und die römisch-katholische Kirche geht hier ganz einfach drüber hinweg, dass Jesus Christus im Evangelium ganz deutlich gesagt hat, dies tut in Erinnerung an mich. Jesus Christus hat nicht gesagt, esst meinen Leib und trinkt mein Blut, das bin ich wirklich, sondern er hat gesagt, tut dies in Erinnerung an mich. Brecht das Brot, als sei es mein Leib. Trinkt den Wein, als sei es mein Blut, hat er gemeint. Ganz deutlich, kann jeder in der Bibel nachlesen. Ja? Die römisch-katholische Kirche macht aber hieraus, weil sie eben eine Kirche der Toten ist, weil sie den Gott der Toten anbetet. Sie macht hieraus eine Messe, eine Opferung
Und der Priester nimmt sich die Freiheit raus, mit den lateinischen Worten zu sprechen, hoc est corpus enim meum. Damit produziert der Priester den Schöpfer der Welt und allem, was darin ist, und kreiert sich seinen eigenen Schöpfer. Nur in der römisch-katholischen, abergläubischen Kirche kann ein Mensch, ein geschaffenes Wesen, seinen eigenen Schöpfer wieder erschaffen. Und genau das ist, was die römisch-katholische Kirche mit der Transsubstantiation tut. Und wenn man dann von diesem Brot isst und wenn man dann von diesem Wein trinkt, dann tut man an Kannibalismus. Und genau da kommt es her. Alexander Hislop in seinem Buch Von Babylon nach Rom beschreibt es perfekt, indem er sagt, dass die Priester des alten Babylon Kana Baal genannt wurden. Ja? Kana, Priester, Baal. Priester des Baal. Daher haben wir das Wort Kannibalismus. Das war mir ein sehr wichtiger Ausflug, den ich hier gerne noch anfügen wollte, den ich unglaublich wichtig finde, weil wir sprechen hier schließlich über 125 Verdammungen, die das Konzil von Trient gegen die Protestanten, gegen Andersgläubige ausspricht. Vor allen Dingen die Andersgläubige, die sich halten an die Bibel und die Bibel alleine. Nächster Punkt. Die Legitimität der Lehren über das Fegefeuer. Ja, da müssten wir heute dann vielleicht auch nochmal nachdenken, weil ich kann mich erinnern, dass einer der letzten Päpste mal gesagt hat, das Fegefeuer gibt's gar nicht. Ach nee, ist aber hier im Konzil von Trient bitteschön verewigt. Habe ich jetzt keine Lust, aus dem Buch hier rauszusuchen, aber das können wir ja, da können wir ja gerne mal ein anderes Video drüber machen, wenn ihr das wollt. Müsst ihr mich mal wissen lassen. Das zölibatäre Priestertum. Natürlich ist das darin verankert, weil wenn das Priestertum nicht zölibatär ist, wenn das Priestertum sich eine Frau suchen kann, dann gehört das Priestertum ja nicht mehr der Kirche. Der Priester muss ja mit der Kirche verheiratet sein und nicht mit einer fleischlichen Frau, weil seine Treue hat der Priester ja nur an der Kirche, weil er mit der Kirche verheiratet ist und eben nicht mit einer fleischlichen Frau. Das zölibatäre Priestertum abschaffen würde dafür sorgen, dass man das ganze System der römisch-katholischen Kirche abschafft. Das ist einer der Grundpfeiler der römisch-katholischen Kirche, genau wie die Eucharistie ein Grundpfeiler der römisch-katholischen Kirche ist. Und beides sind bereits Traditionen, die aus Babylon kommen. Die Heiligen durch Gebet anzurufen, um über sie mit Gott in Verbindung zu treten. Hallo? Die Heiligen durch Gebet anrufen, um über sie mit Gott in Verbindung zu treten? Entgegen der biblischen Lehre, dass es nur einen Mittler gibt zwischen dem Vater und den Menschen Jesus Christus. Jesus Christus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und es ist an den Menschen kein anderer Name gegeben unter der Sonne auf der ganzen Erde, außer dem Menschen Jesus Christus, der der Mittler ist zwischen dem Menschen und Gott. Das war jetzt nicht wortwörtlich aus der Bibel übersetzt, aber so steht es da drin. Könnt ihr euch ja gerne raussuchen. Die Verehrung von Reliquien. Ja, Übertretung des zweiten Gebots. Die Verwendung von Bildern und Symbolen. Ebenso eine Übertretung des zweiten Gebots. Das Konzil schleuderte 125 Anathemen, habe ich ja gerade schon gesagt. Also ewige Verdammnis, Verfluchungen gegen den Protestantismus. Dann, als Anhängsel seiner Schlusserklärungen, empfahl der Rat, dass den Jesuiten der Vorrang vor Mitgliedern anderer Orden als Prediger und Professoren eingeräumt werden sollte. In Trient begann die katholische Kirche im Takt, im Gleichschritt des schwarzen Papsttums zu marschieren. Denkst du daran, Stefan, mich an die richtige Stelle zu erinnern? Eine Generation später wurden die Richtlinien der römischen Inquisition unter jesuitischer Leitung auf Befehl des Generalsinquisitors veröffentlicht. Dieses Directorium Inquisitorum, das 1584 geschrieben wurde, wurde von Papst Gregorius dem 13. geweiht. Das ist derselbe, der uns 1582 den gregorianischen Kalender gegeben hat.
dem Papst, der den Jesuiten das Recht gewährte, im Handel und Bankwesen tätig zu sein. Von ihm kam auch der Erlass, dass jeder päpstliche Gesandte einen jesuitischen Berater unter seinem persönlichen Stab haben muss. Hier folgt eine Zusammenfassung des Directorium Inquisitorum, übersetzt von J.P. Callender, 1838. Dann nehme ich mir mal eben ein Bild mit rein von der Inquisition. Das ist ein sehr wichtiges Thema, das wir jetzt besprechen, weil das, was hier besprochen wird, ist heute so immer noch gültig. Es ist nicht, weil es nicht vollständig durchgesetzt wird von der römisch-katholischen Kirche, aber, das ist hier interessant, aber es ist trotzdem geltendes Recht. Es ist ein Unterschied, ob etwas geltendes Recht ist oder ob geltendes Recht durchgesetzt wird. Im Moment wird es vielleicht nicht durchgesetzt, aber das kann immer noch kommen. Ich suche gerade eben mal so ein Bild, was inquisitionsmäßig dazu passt, zu dem, was ich jetzt gerade eben lesen werde. Hier zum Beispiel haben wir eine Anhörung der Inquisition, bevor es tatsächlich zu der Folter und Verurteilung kommt. Schauen wir uns das Bild in der Zwischenzeit an und lesen wir aus dem Directorium Inquisitorum. Zitat: Derjenige ist ein Ketzer oder auch Heretiker, der nicht der Lehre der römischen Hierarchie glaubt. Ein Ketzer verdient die Schmerzen des Feuers durch das Evangelium, des Kanons, des Zivilrechts und den Traditionen. Ketzer müssen verbrannt werden. Allein wegen des Verdachts der Ketzerei wird deren Reinigung gefordert. Richter, die sich weigern, den Eid zur Verteidigung der Lehre zu leisten, werden der Ketzerei verdächtigt. Ablässe zur Vergebung aller Sünden gehören denen, die mit dem Kreuz für die Verfolgung von Ketzern unterschrieben haben. Jeder einzelne von ihnen hat die Erlaubnis, einen Ketzer zu töten. Ketzer können gezwungen werden, den katholischen Glauben anzunehmen. Das kennen wir ja aus Jugoslawien, Zweiter Weltkrieg, konvertiere oder stirb. Ein Ketzer, der an allen Orten sündigt, kann überall gerichtet werden. Ketzer genießen keine gesetzlichen oder gleichberechtigten Privilegien. Die Waren von Ketzern sind zu betrachten wie unter Begehung eines Verbrechens erworben und dürfen beschlagnahmt werden. Der Papst kann neue Glaubensartikel erlassen. Definitionen von Päpsten und Räten sind als unfehlbar zu betrachten, also nicht erst 1870, sondern bereits hier im 16. Jahrhundert. Inquisitoren dürfen Zeugen foltern, um die Wahrheit zu erfahren. Es ist lobenswert, diejenigen zu foltern, die sich der Ketzerei schuldig gemacht haben. Also mit anderen Worten, es ist ein löbliches, verdienliches Werk, um diejenigen zu foltern, die nicht der römisch-katholischen Kirche folgen. Der Papst hat die Macht über Ungläubige. Die Kirche kann Kriege gegen Ungläubige führen. Kreuzzüge. Ja, denkt hier doch mal an die Aussage von George W. Bush im Intro zu Hinter den Diktatoren. This crusade is gonna take a while, hat George W. Bush am 16. September 2001 gesagt. Dieser Kreuzzug wird eine Weile dauern. Diejenigen, die mit einem begründeten Verdacht der Ketzerei beschuldigt werden, sind als Ketzer zu behandeln. Inquisitoren dürfen Ketzer gegen Ketzer aussagen lassen, jedoch nur als gegenseitige Ankläger. Im Endeffekt wird die römisch-katholische Kirche danach beide beraten. Inquisitoren dürfen nicht die Namen von Informanten, Zeugen und Anklägern nennen. Bußfertige Ketzer können nur zu lebenslanger Haft verurteilt werden. Inquisitoren können ihre Ausgaben und die Gehälter ihrer Angestellten aus dem Eigentum von Ketzern bezahlen. Die Inquisitoren genießen die Vorteile eines vollkommenen Ablasses, das heißt die volle päpstliche Vergebung der Sünde, zu allen Zeiten, im Leben wie im Tod. Carte blanche. Ja, am wichtigsten finde ich diesen Satz hier. Da müssen wir mal drüber nachdenken.
Inquisitoren können ihre Ausgaben und die Gehälter ihrer Angestellten aus dem Eigentum von Ketzern bezahlen. Warum ist denn das so ein wichtiger Satz in unserer Zeit, in der wir heute leben? Wir bibelgläubige Christen, die in einem Staat leben, wie ich in Belgien oder ihr, die meisten, die ihr hier zuhört, jetzt in Deutschland oder auch Österreich oder der Schweiz, die wir in der sogenannten zivilisierten Welt leben und unser Geld in dieser Welt verdienen und Steuern bezahlen, was machen wir denn mit unseren Steuern? Wir bezahlen doch unsere eigenen Inquisitoren. Wir bezahlen doch das System des Antichristen. Wir bezahlen mit unseren Steuern, tragen wir dazu bei, dass Abtreibungen bezahlt werden können. Wir tragen dazu bei, dass Kriege geführt werden können. Wir tragen dazu bei, dass unsere eigenen Rechte mehr und mehr beschnitten werden, bis sie irgendwann gar nicht mehr da sind. Jetzt doch letztens das Urteil, oder besser gesagt, dass der Beschluss von dem Europäischen Parlament, dass er eigentlich gar nichts zu sagen hat, über diesen berühmten Artikel 13 und Urheberrechtsschutz im Internet. Was das noch für Auswirkungen auf die Zukunft hat, das werden wir noch mal sehen. Aber das wird alles finanziert von uns selber. Die machen sich einen Spaß daraus, uns für unsere eigenen Schlachter bezahlen zu lassen. Damals in dem Direktorium Inquisitorum festgesetzt und heute immer noch auf der ganzen Welt durchgesetzt. Kann ich Jörg, vielleicht ist das ein ganz kurz, vielleicht wäre das jetzt ein super Punkt, um das Video abzuspielen. Ja, dann spielen wir noch mal kurz das Video ab. Das ist von Athanasius Schneider. Worum es geht, das werdet ihr sehen, weil das Video ist mit Untertiteln unterlegt und ihr könnt die deutschen Untertitel mitlesen, die Viktor damals in mühsamer Arbeit dazu gefügt hat. Ein sehr wichtiges Video, das wir uns jetzt mal eben anschauen werden. Maybe I cannot give you a good counsel, but to the extent as I could observe this issue of the elections from the distance, I mean, from Kazakhstan, sometimes one has to have distance to observe. You are now in the midst of the struggle, and sometimes when you are in the midst of the struggle, you cannot observe quietly and maybe more with a distance. So to my maybe limited opinion, I think that this is a demonstration that this is a situation similar to a dictatorship of one group who will rule and who will impose you candidates, both impossible in some way. This is my opinion. I don't know if I am true, but you are free to think another way. This is my humble opinion. Maybe it's limited. It remembers me to the Soviet time where I lived. They had always the same candidates to choose, but different names. But this is politics. I'm not so inclined to speak too much on politics. The bishop has to speak more about the faith. Your Excellency, thank you for being here today. My question is, since the discussion is about heresy, one heretic who comes to mind is Martin Luther, whose 500th anniversary of the Reformation, the Pope will be commemorating very shortly. On an airplane interview, the Pope recently said that Martin Luther did not err on the issue of justification. What is your response to the Lutheran heresy and on the issue of justification and the upcoming ecumenical events, and how do traditional Catholics respond to the reports that are coming out? We have already had an infallible response to the errors of Martin Luther, the Council of Trent. Yeah.
Council of Trent about the errors of Luther and be an infallible ex cathedra. And the comments of the Pope in the plain are not ex cathedra. Ja, interessant, ne? Haben wir alles irgendwie schon mal gehört. Der Papst ist unfehlbar, wenn er von seinem Thron spricht in Bezug auf Kirchendogma und Kirchenlehre. Und gerade hier auf dem Konzil von Trient wurde bereits beschlossen, dass die Rechtfertigungslehre von Martin Luther verdammt ist und dass die Rechtfertigungslehre der römisch-katholischen Kirche die einzig wahre, akzeptable der römisch-katholischen Kirche ist. Und die Rechtfertigungslehre der römisch-katholischen Kirche ist Errettung durch Werke. Und diese Werke sind 7 Sakramente. Und eins dieser Sakramente ist die Eucharistie. Und von der habe ich ja bereits ein wenig vorher in dieser Lesung gelesen. Deswegen war das auch so wichtig, dass ich das da gelesen habe. Kann jeder jetzt nochmal kurz zurückspulen und sagen von, oh, dann höre ich mir das aber nochmal an, was der Jörg dazu zu sagen hatte. Was die römisch-katholische Kirche dazu zu sagen hatte. Na? Danke, Stefan. War ein guter Moment, das Video abzuspielen. Ein Effekt der Inquisition bestand natürlich darin, dass die besser betuchten Ketzer, Heretiker, Protestanten und Liberale, die der Folter oder Hinrichtung in den Untergrund oder in Regionen, in denen die protestantische Zivilbevölkerung die Inquisitoren in Schach hielten, entkommen konnten und Unterschlupf fanden. Sie sehnten sich nach einer weniger aufdringlichen religiösen Erfahrung und schlossen sich attraktiven philosophischen Bruderschaften an, in denen sie frei gegen den römischen Katholizismus sprechen konnten. Sie fielen jedoch vom kompromisslosen Bibelglauben ab und machten Kompromisse mit ihrer Glaubenslehre. Aus diesem scheinbaren Grund operierten diese Bruderschaften, Kulte oder Logen, in strenger Geheimhaltung. Tatsächlich waren sie die Überreste des Templernetzwerks. Rosenkreuzer, Deutschritterorden, die zahlreichen und vielfältigen Riten der Freimaurerei. Rosenkreuzer übrigens erst ganz am Anfang, weil offiziell wurden die Rosenkreuzer erst im 18. Jahrhundert gegründet. Deswegen ist es auch ziemlich lächerlich zu behaupten, Luther sei ein Rosenkreuzer gewesen, was ab und zu manchmal Leute behaupten. Genau wie die Templer und die Jesuiten waren sie in religiöse Hierarchien des strengen Gehorsams organisiert. Sie unterschieden sich gegenüber den Jesuiten dadurch, dass ihre hierarchische Pyramide in einer ultimativen Autorität gipfelte, die kein Bruder mit Sicherheit identifizieren konnte. Der höchste Meister einer Loge erhielt Anweisungen von einem unbekannten Obersten. Einem Obersten, dessen Willen der Meister blind gehorchen musste, um seine Karriere durch die Grade der Hierarchie zu durchlaufen. Was der Meister aber nie realisieren würde, dass die mysteriöse Persönlichkeit, wie wir in späteren Kapiteln noch sehen werden, in der Tat niemand anders ist als der schwarze Papst. Papa Nero. Ja. Ich wollte mal eben ein Bild von den Freimaurern hier mit reinnehmen, wenn das jetzt nicht allzu lange dauert hier. Dass wir uns das nebenbei anschauen können. Dieses hier wollte ich eigentlich haben, wenn es mal still steht. Das ist das Symbol der Freimaurerei. Ich will jetzt gar nicht so sehr auf die Symbole eingehen, aber wir haben natürlich hier den Zirkel und komme ich drauf, was das ist. Das G steht nicht für Jesus, das sagen auch viele. Nein, nein. Das steht für Grand Architect of the Universe, ja, der große Architekt des Universums. Das allsehende Auge da oben drüber. Ja, aber gut, über die Symbolik wollen wir jetzt nicht allzu viel eingehen. Ein Jahrhundert nach dem Konzil von Trient, fährt der Autor fort, beauftragte ein Abkömmling von Papst Paul III., Ranuccio Farnese, den berühmten Maler Sebastiano Ricci, ah ja, das Bild wollte ich jetzt auch einblenden,
aus Venedig mit einem Gemälde zum Gedenken an die Entstehung des Konzils. Mal eben sehen, welchen Namen habe ich denn hier? Der Name da nicht mit bei. Habe ich das hier schon rausgesucht? Nee. Müsste mir mal eben gestehen, dass ich das Bild raussuche von... Das wird dann bei Trend dabei sein. Gehe ich mal von aus, dass ich das hier gespeichert habe. Ein Bild von dem Ricky gemalt. Und übrigens, der Ricky ist verwandt an Lorenzo Ricky, den wir später noch kennenlernen. Du meinst, das ist das Bild vom Anfang des Kapitels? Ja, ja, das ist das Bild, was hier drin ist. Aber das habe ich ja auf meinem Computer auch normalerweise. Müsste ja hiermit zeigen können, aber finde ich jetzt hier nicht. Vielleicht unter Ricky. Ich weiß manchmal nicht mehr, unter welchem Namen ich solches speichere, ob man hier ist es. Ja, wenn man ja ein paar tausend Bilder auf dem Computer hat für diese ganze Videoarbeit, dann kann das manchmal sein, dass man sucht. Nochmal meinen Dank an diejenige, ich glaube, es war eine unserer Schwestern, die das Bild nach langer Suche im Internet gefunden hat. Tapasorsi war nur in der Lage, so eine unkenntliche Zeichnung in sein Buch mit reinzumachen. Und hier haben wir wirklich das wahre Bild, wie es von Sebastiano Ricci gemalt wurde. Hier ist also der Papst auf dem Weg zu dem Konzil, geleitet durch einen, zwischen Anführungszeichen, Engel. Naja, gut, was für ein Engel das ist. Also, ein Jahrhundert nach dem Konzil von Trient beauftragt ein Abkömmling von Papst Paul III. Ranuccio Farnese den berühmten Maler Sebastiano Ricci aus Venedig mit einem Gemälde zum Gedenken an die Entstehung des Konzils, das wir hier sehen. Sebastiano erschuf sein berühmtes Werk Paul III. Und seine Kardinäle auf dem Weg nach Trient. Sein Werk ist atemberaubend ehrlich. In der Luft über den Kopf des Papstes schwebt eine Gottheit und leitet das Gefolge vorwärts. Diese Gottheit ist jedoch nicht Jesus, Maria oder Jahwe, wobei Maria überhaupt kein Gott ist, Gott der Bibel. Nein, es ist Merkur aus den sibyllinischen und virginischen Evangelien, der heiligen Schrift des kaiserlichen Roms, des Imperiums des heidnischen Roms. Merkur ist der gefeierte Gott des Handels und des Kommerzes. Das Metall, das für die kommerzielle Flüssigkeit am essentiellsten ist, wurde nach ihm benannt. Metallisches Quecksilber, im Englischen heißt es halt Mercury Silver, ist unter Wissenschaftlern bekannt als das Element Hg, abgeleitet aus dem lateinischen Hydrargyrum für flüssiges Silber. Es ist die einzigartige chemische Natur von Hg, die bei der Herstellung von raffiniertem Gold benötigt wird, der Grundsubstanz, auf der Handelswert festgelegt wurde. Also Gold. Ja? Hg ist flüssig bei Raumtemperatur und zieht alle Verunreinigungen aus dem Golderz und bindet sie zu einem Amalgam. Wenn dieses Amalgam erhitzt wird, verdrängt die Wärme sowohl Hg als auch die Verunreinigung. Was bleibt, ist reines Gold, was sich zur weiteren Verschmelzung zu Münzen eignet. Und wir kennen Quecksilber ja auch heute von diesen wunderbaren Energiesparlampen her, die ja so sicher und so toll sind, dass man, wenn einem mal auf den Boden fällt und kaputt geht, man erstmal eine Viertelstunde den Raum verlassen und lüften muss. Na? Ist ja ganz besonders sicher. Merkurs theologische Wurzeln liegen im antiken Babylon, wo er als Marduk verehrt wurde. Und da kann man meine Lesung sich anschauen von Alexander Hislops Buch »Von Babylon nach Rom«. Auch die Spielliste ist in der Beschreibungsbox dieses Videos dabei und dann könnt ihr euch das gerne anschauen und da mehr drüber lernen. In der Bibel wurde er Merodach genannt. Die Hebräer nannten ihn Enoch, die Ägypter Thoth. Die Skandinavier beteten ihn als Odin an, die Teutonen als Wotan und die orientalischen Völker als Buddha. Es ist doch mal sehr interessant zu wissen, dass die Skandinavier ihn als Odin anbeteten und die Teutonen als Wotan. Ich höre immer so viele Leute von diesem alten germanischen Glauben, oh, wir sind ja nicht gemacht dafür, Christen zu sein, wir haben unseren Wotan. Ja, seht mal, wer Wotan wirklich ist, ne? Der römische Historiker Titus Livius Patavinus, der 64 vor Christus bis 12 nach Christus lebte, lehrte, er wurde den Römern 495 vor Christus als lateinische Version des griechischen Gottes Hermes vorgestellt. Egal unter welchem Namen, egal in welcher Kultur, Merkur wurde immer als der Gott des universellen Denkvermögens, des Schreibens, der Zahlen und des Geistes verehrt.
Er zieht Anhänger an und führt ihre Seelen hinab zum Hades. Also das ist sowas wie das Fegefeuer. Wofür die Griechen ihm den Titel Psychopompos, Psychopompos vom Psychoseele und Pompus Schiff oder Leiter geben, also Leiter der Seelen. Weil der Hades nicht das wünschenswerteste Ziel einer Seele ist, muss der Psychopomp einige elegantere missionarische Anpassungen konstruieren. Missionarische Anpassungen, Kapitel 2, ne? Er musste die Seelen bezaubern, sie täuschen und verblenden, damit sie ihm auf jede erdenkliche Weise folgen. Ja? Kadavergehorsame, sei es durch Worte, Blicke oder Geräusche. Wie HG, also Quecksilber, seine metallische Form, konnte Merkur seine Form jederzeit ändern. Wie der Teufel, ne? Der ja auch überall in der jeglicher Form erscheinen kann. Vergleichbar mit dem Bösewicht aus dem Film Terminator 2. Ja? Wir kennen ja diesen flüssigen Terminator da im zweiten Teil. Mit seinen sich ständig ändernden Stimmen, Physiognomien und Identitäten ist er der modernste Psychopomp in der Unterhaltungsbranche. Und die meisten Leute schauen den Film und wissen überhaupt nicht, was da versinnbildet wird. In vielen Kulturen haben ihm die genialen Täuschungen des Merkurs den Titel der Trickser eingebracht. Er war der Schutzgott der Betrüger und Diebe. Schon als Baby konnte Merkur nicht widerstehen, Apollos Vieh zu stehlen. Hat uns also Sebastiano Ricci mit seinem Gemälde mitgeteilt, dass Merkur der dominierende Geist in dem Konzil von Trient war? Klar ist, dass das Konzil von den Katholiken verlangte, viele Traditionen zu ehren, die die Bibel entweder verurteilt oder nicht zulässt. Doch das Konzil verlangte und forderte auch weiterhin, dass die Bibel als göttlich inspiriert geehrt wird. Die Bibel ehren, indem man sich für unbiblische Normen einsetzt? Dies erfordert eine Fertigkeit, die dem Psychopomp würdig wäre, eine Fertigkeit, die einen glauben ließe, dass Schwarz nicht schwarz, sondern weiß wäre. Haben wir das nicht in dem Eid der Jesuiten gelesen? Wie wir bereits gesehen haben, ist dies eine Fähigkeit der Jesuiten, den absoluten Gehorsam über das Subjekt zu sichern und dessen Verständnis zu unterdrücken. Wenn die Gesellschaft Jesu tatsächlich die Funktion des Merkur erfüllt, partizipiert sie einen geistlichen Prozess, der heidnischen und biblischen Schriften gleichermaßen bekannt ist. Ein Prozess, durch den die sündige Menschheit in Vergessenheit gerät und nur das Makellose zurücklässt. Die theologischen Implikationen dieses Prozesses werden wir gegen Ende dieses Buches diskutieren. Mit der Inquisition und dem Konzil zu Trient ging die Gesellschaft Jesu den Weg, um Loyolas Traum zu erfüllen. Sie wurde zu den auferstandenen Tempelrittern, mit allen Konsequenzen, wie auch die Kontrolle über das Geld der Welt durch ihre Agenten, wie wir später noch sehen werden. Das kommt in einem anderen Kapitel. Und hier haben wir nochmal ein schönes Gemälde, Ignatius im Himmel. Das ist die Apotheosis, würde ich mal sagen, die Vergöttlichung von Ignatius von Loyola, von dem dann auch noch Lichtstrahlen hier aus der Mitte des Bildes ausgehen werden. Tja, und das ist von Pater Pozzos spektakuläre Wandmalerei in der St. Ignatius Kirche in Rom. Beachten Sie, wie ich gerade sagte, wie das Licht von Ignatius ausgeht, anstatt von Jesus Christus, der noch immer sein Kreuz trägt. Da. Von dem geht kein Licht aus. Der Lichtbringer, Luzifer. Und das bringt uns in das folgende, Kapitel 9, Sicherung des Vertrauens. Aber da werden wir nächstes Mal mit beginnen, weil ich könnte mir doch durchaus vorstellen, dass meine zwei Begleiter zu dieser Lesung, Viktor und Stefan, hier noch Bemerkungen zu haben. Und die möchte ich dann jetzt gerne von Ihnen hören. Machen wir noch ein paar Minuten offene Runde, bevor wir das Video abschließen. Bitte. Gut, dann starte ich mal mit meinen Bemerkungen. Was halt noch ein guter Hinweis wäre, ist, wenn wir auf diese ganzen Bestrafungen
mal kurz eingehen, wie die katholische Kirche den ganzen Heretikern und Protestanten quasi nach dem Konzil entgegengeworfen haben, dass man zum Beispiel ihr Geld nimmt, dass man sie foltern kann, dass sie quasi entrechtet sind. Das Direktorium Inquisitorum, ja. Genau. Das ist natürlich parallel zu der heutigen Rechtsprechung. Wir haben heute ja auch zwei verschiedene Kreise an Personen, also einmal die normalen Bürger. Und als zweites hätte man dann natürlich nach dem 11. September die Terroristen, mit denen man quasi auch umgehen kann, wie man möchte. Zumindest die Geheimdienste und so weiter. Ja, nach dem Patriot Act in Amerika, ne? Zum Beispiel. Genau, und momentan wird es halt in der Öffentlichkeit so gesehen, dass ein Terrorist halt ein Mensch ist, der andere Leute tötet und Bomben schmeißt und so weiter. Aber man könnte dieses Gesetz natürlich vollkommen anders anwenden, wenn jetzt einfach die Definition des Terroristen einfach gesetzlich angepasst würde auf alle möglichen Personenkreise. Das wird sie auch. Das wird sie auch. Ja. Da muss ich mal eben eine Bemerkung zu machen. Schön, dass du das bringst. Diejenigen, die Englisch können, die sollten sich mal das letzte Video anschauen von Truth Stream Media auf YouTube. Die haben darüber ein Video gebracht und das ist sehr angelehnt an George Orwells 1984, Aldous Huxleys Brave Neue Welt, oder wie heißt es im Deutschen? Brave New World im Englischen. Schöne Neue Welt, glaube ich, heißt es im Deutschen. Und Fahrenheit 451. Die drei Filme miteinander verschmolzen haben eine gemeinsame, wie nennt man das, so eine in der Mengenlehre, hast du so drei Kreise und da, wo die drei Kreise sich überschneiden, hast du eine Gemeinschaftsmenge oder wie das heißt. Und genau da gehen wir jetzt hin und genau da ist zum Beispiel die neue Definition eben auch des Wortes Terrorismus und so weiter und so weiter. Das wird alles nochmal kommen. Ich habe auch ein sehr interessantes kleines Video, das ich jetzt so schnell nicht hier auf dem Computer finde, ist auch in Englisch, will ich jetzt nicht zeigen. Kann vielleicht der Victor, wenn er mal Lust hat, irgendwann übersetzen, ist nicht so lange, nur ein paar Minuten. Über Georgetown Universität, ja, die ihr ja alle kennt, das ist ja die Jesuitenuniversität in Washington, in Amerika, wo ein ehemaliger Marine also sagt, dass Fundamentalisten die neuen Feinde sind und zu Fundamentalisten zählt ja nicht nur Islamisten, sondern eben auch bibeltreue Christen, wird in dem Video gesagt. Aber bitte, mach du mal weiter mit deinen Ausführungen. Ich hätte noch ganz kurz was dazu zu sagen, ich glaube, das passt noch. Mhm. Und zwar, wir ja auch, was du jetzt, Stefan, gerade sagtest, wir auch sehen, dass das Zivilrecht auch irgendwo so eine Metamorphose unterzogen wurde, sich immer auch mehr auch dem kanonischen Recht angleicht, oder zumindest in einer gewissen Anwendungsart und Art und Weise, dass wir dahin auch wieder kommen, dass wir, genau wie du sagtest, auch wieder zurück, irgendwo wieder zu den Wurzeln in dem dunklen, finsteren Mittelalter wiederkommen. Wo eben es willkürlich jederzeit dann auch die Leute enteignet werden, beziehungsweise dann die Gesetze oder was auch immer, Paragraphen, Verordnungen dann so ausgelegt werden, halt gerade wie es nötig ist, um eben dann das Ziel zu erreichen. Genau. Entschuldigung. Nee, kannst du dann auch wieder weiter fortfahren. Okay. Ja, da will ich nochmal ganz kurz auch einfallen. Ich habe jetzt an diesem Wochenende das Video veröffentlicht über das Konkordat. Das Konkordat von 1933, der Pakt mit dem Teufel. Und da steht ja ganz deutlich bereits im ersten Artikel mit drin, dass durch dieses Abschließen dieses bindenden Staatsvertrages zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Vatikan die römisch-katholische Kirche als die anerkannte Religion ist. Und damit nimmt man natürlich auch die ganzen Gesetze mit. Und deswegen müssen alle Gesetze in Deutschland, alle Zivilgesetze, alle Gesetze angepasst werden an das römisch-katholisch-kanonische Recht. Und das basiert sich hauptsächlich auf den Beschlüssen des Konzils von Trient. So, bitte. Ja, eine Anmerkung wollte ich noch kurz dazu machen, obwohl super, super Punkt noch von dir eben. Was ich noch bringen wollte, war, ich habe jetzt leider die Quelle nicht mehr dazu, aber vor ein, zwei Wochen habe ich irgendwo im Internet ein Zitat des Papstes gesehen, der gesagt hat, dass es schon ein terroristischer Akt wäre, dem Papst nicht untertan zu sein oder gegen den Papst zu sein. Also im Prinzip genau das Gleiche, was wir damals hatten.
Also jetzt kommt schon so langsam im Wording raus, ist natürlich noch nicht so manifestiert, aber es ist halt so die Richtung. Ja, das ist auch eine Haltung, die man in vielen Büchern auch wiederliest. Malachi Martin hat das, glaube ich, auch gesagt in seinem Buch The Keys of This Blood, auch den Papst eben zitiert, dass und Avro Manhattan früher auch, dass also die kommunistischen Führer damals der Sowjetunion und die westlichen Führer darin übereinstimmten, dass der Papst eben der Leiter sein wird, der aus dieser neuen Weltordnung hervorkommt. Ich hatte ja schon einmal gesagt, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, in einem meiner Videos, da ging es um Gorbatschow, als Gorbatschow mit seiner Frau Raisa nach Rom ging, um den Papst zu huldigen, hat er, als er bei dem Papst sich vorgestellt hat, seine Frau dabei hatte, hat er den Papst seiner Frau vorgestellt als, hier Raisa, sie, hier hast du die höchste moralische Autorität auf Erden, den Papst. So wurde er vorgestellt. Er wird der Führer der neuen Welt sein, die wir hier haben. Ob das offiziell ist oder inoffiziell ist, spielt keine Rolle, weil inoffiziell ist das ja schon lange. Wir wissen aus Offenbarung 17, Vers 2, dass die Könige dieser Welt Unzucht betrieben haben mit der Hure von Babylon. Und der Papst ist nun mal der Anführer dieser Hure von Babylon. Also von daher im Grunde alles nichts Neues. Nur sie kommen mehr und mehr in die Öffentlichkeit. Und von daher würde ich das Zitat von dir natürlich gerne mal nachschauen und checken, ob das auch Wirklichkeitscharakter hat. Aber ob es jetzt fake ist oder ob es wahr ist, auf alle Fälle ist es aus Sicht der römisch-katholischen Kirche korrekt. Ob sie das so auch wirklich rausbringen, das ist wieder eine andere Frage. Das kann sein, dass es vielleicht nicht ganz richtig war. Aber früher oder später machen sie das sowieso. Die spielen doch sowieso mit uns die letzten Jahre. Sie setzen ihren schwarzen Papst ab und setzen einen neuen an die Stelle. Das haben sie getan mit Hans-Peter Kolvenbach und haben Adolfo Nicolás an den Platz gesetzt. Dann ist Adolfo Nicolás 2016 abgetreten und Arturo Sosa ist aufgetreten. Aus Venezuela dann noch das Land mit den größten Ölreserven auf dieser Welt, wo jetzt im Augenblick so viele politische Unruhen sind. Welch ein Zufall, ne? Dass der neue schwarze Papst dann ausgerechnet aus dem Land kommt. Also schon der zweite schwarze Papst, der nicht mit den Füßen voran aus seinem Büro rausgetragen wurde, sondern freiwillig gegangen ist. Dasselbe, was Ratzinger gemacht hat, der auch freiwillig seinen Posten geräumt hat an Papst Franziskus. Und wie lange der noch da ist, ob der vielleicht auch seinen Platz freiwillig räumt oder einem Anschlag zu Opfer fällt oder wie auch immer, was mit dem passiert, auch wieder eine Frage. Die spielen ja ganz offenes Theater, allein schon dadurch, dass sie uns einen Jesuiten als weißen Papst vorsetzen, ne? Ja, ich fand nochmal so ein guter Punkt auch mit dem Video, dass du so auch das eingeblendet hattest, vorhin kurz abgespielt, wo man ja auch dann in dem Buch, was du gelesen hattest vorhin, den Text, dass alles in einem Gleichschritt mit dem schwarzen Papsttum letztendlich ist. Und der weiße Papst, ich sag mal, heute für uns eigentlich ja mehr so eine natürlich repräsentative oder ja, wie nennt man das, so ein PR-Mensch, ne? Und du hattest ja noch vorhin, das fand ich noch so lustig, du sagtest ja, du hast das so ausgeführt, so wunderbar, dass wir ja im Grunde heutzutage unsere eigenen Inquisitoren ja auch bezahlen. Ja, wir bezahlen unsere eigenen Schlechter. Ja, und wir dürfen sie ja sogar noch so, sag ich mal, immerhin so nach Sympathie, aber anscheinend so aufstellen oder uns vor die Nase halten lassen. Ja, mit den Wahlen zum Beispiel, ne? Also, ne, ich denke da auch so, also letztendlich ist das dann immer so eine, ja, wer ist denn der sympathischere Inquisitor oder Inquisitor, ja. Inquisitor oder Statthalter, ne, sozusagen auch, ja. Richtig, ja. Gut, Stefan, hast du noch eine Bemerkung zum Schluss? Ja, ich schaue gerade, ob ich das Zitat noch finde, aber... Ja. Sieht nicht so aus, als würde ich das jetzt noch pünktlich zum Schlusswort finden. Also, das kannst du ja sonst auch gerne für nächstes Mal rausbringen. Ne? Genau, also in diesem Sinne habe ich jetzt erstmal nichts mehr. Gut. Und Victor hat auch gerade eben sein letztes Pulver verschossen, gehe ich mal von aus.
Ja, also ansonsten, ich hatte das vorhin noch mal kurz aufgeklappt. Du warst so wunderbar im Redefluss, da konnte ich nicht noch irgendwie Danke. das. Da, wäre unpassend irgendwo gewesen, glaube ich, an der Stelle dich zu unterbrechen. Aber du hattest ja auch vorhin noch mal die Eucharistie angesprochen, ne? Die Transsubstantiation, Ja, wenn. aus dem Buch der Glaube der Kirche vorgelesen, ne? Ja. Genau, ja, wenn dieser, sage ich mal, Götzen. Ähnliche oder götzendienliche Akt dort vollzogen wird in dem Augenblick. Und wir lesen dann zum Beispiel in der Bibel aber was ganz anderes. Da steht in Lukas Evangelium im Kapitel 22 ab Vers 19. Und er nahm das Brot, dankte, sprach es, gab es ihnen und sprach: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinen Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Und ich denke, damit ist auch eindeutig klar, dass wir eben das Brot in Gedächtnis brechen, eben weil unser Erlöser Jesus Christus für unsere Sünden am Kreuz, ja, sein Blut vergossen hat. Ein sehr schönes Ende, Viktor. Dem kann ich beinahe nichts hinzufügen, außer dass ich es halt nicht Wort für Wort wieder habe geben können, aber du das jetzt sehr schön vorgelesen hast. Und hieraus geht eben ganz deutlich hervor, dass die römisch-katholische Kirche mit dieser Eucharistie nichts weiter tut, als Jesus Christus wieder und wieder und wieder zu opfern. Und wir als bibelgläubige Christen das einmalige Opfer von ihm am Kreuz akzeptieren und dieses Abendmahl nur in Erinnerung an ihn noch einmal durchführen, um es uns sozusagen zu vergegenwärtigen, aber nicht um eine Wesensveränderung des Blutes oder des Brotes in den Leib, die Seele, das Blut und das Fleisch, die Göttlichkeit und Menschlichkeit unseres Herrn Jesus Christus zu transformieren, zu transsubstanzieren, wie die römisch-katholische Kirche das macht. Und besser als mit so einem schönen Bibelzitat kann man solch eine Lesung doch gar nicht abschließen. Von daher, bis zum nächsten Mal und lest eure Bibel. Maranatha.